So, heute haben wir ein interessantes Thema, was eigentlich genau jetzt anknüpft an unsere Heilungs- und Gebetsrunde, die Macht der Vorstellungskraft. Im Englischen ist es eigentlich ein sehr einfaches Wort, es das heißt einfach nur Imagination, ja, und Vorstellungskraft. Wir müssen auf Deutsch immer unsere Begriffe raushauen. Ich finde es so witzig, es ist einfach nur so nebenbei. Wir leben ja jetzt in Spanien und ich lebe gerade so mit drei Sprachen. Deutsch sprechen wir zu Hause, Englisch auch sehr viel und dann halt Spanisch außerhalb. Und es ist einfach lustig, weil man immer wieder von den Kindern hört, die in der Uni sind und die sagen dann immer ihre Studienkollegen, die wollen dann immer, dass sie was auf Deutsch sagen. Dann sagen sie immer, was? Krisch, krisch, krisch. Vorstellungskraft, krasch, krasch, krasch. Also für alle anderen klingen unsere Sprache immer sehr, ja, ganz kompliziert und Ja. hätte gedacht, der gedeckt das Ist da. mein Dach, das macht er da. Genau. Also unsere Vorstellungskraft, krasch, 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 Imagination. Der Herr spricht davon, dass unsere Gedanken und dass er unsere Gedanken und Vorstellungen sieht. Und das Sinnen und Trachten unseres Herzens war böse. Das lesen wir in Genesis. Ja, das war vor der Sintflut. Und unser Wort, also das Wort Verstand, kommt eigentlich vom hebräischen Wort Yester und bedeutet wörtlich Vorstellung. Also der Verstand, unser Verstand ist eigentlich ein Ort, an dem wir was vorstellen und wir empfangen etwas. In unserer Vorstellung geht es darum, etwas zu empfangen. Und das ist genauso wie wenn eine Frau ein Kind empfängt. Das entsteht in unserer Vorstellung. Also alles Mögliche, was wir empfangen in unserer Vorstellung, ist praktisch eine Vorstufe zu allem, was danach kommt. Wir sind ja alle Abbilder Gottes. Das bedeutet, dass wir genauso funktionieren wie er, weil er uns als seine Abbilder, als seine Duplikate, das ist das althebräische Wort Salm, bedeutet Duplikat, präzise Kopien erschaffen hat. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie Gott aussieht, schau in den Spiegel. Meine ich ernst, du bist sein Abbild. Nun, denken wir darüber nach. Für Gott, wir wissen, dass Gott über alle Zeit steht. Er ist nicht in hier und in jetzt, sondern er ist auch im hier und in jetzt. Er ist aber jetzt genauso lebendig und gegenwärtig in diesem Moment, wie er im Morgen ist, wie er auch im Gestern ist. Aber für uns, für die Schöpfung, gibt es ein Vorher-Nachher. Für Gott gibt es keinen Vorher-Nachher, für ihn gibt es einen Jetzt. Für uns die Schöpfung gibt es ein heute früh war, jetzt gerade ist und später heute Nacht wird noch sein. Als Gott die Schöpfung erschuf, war die Schöpfung bereits in seinem Herzen, er die Schöpfung war. Du warst bereits in Gottes Herz, er die Schöpfung war. Und ich gehe mal zum Epheserbrief. Kapitel 1. Ich lese Kapitel 1. Verse 3 und 4 vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet hat in Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und ohne Tadel vor ihm sind. Vor Grundlegung der Welt. Er die Sonne zum ersten Mal strahlte, vor dem Großen, es werde Licht oder Hayaor, Licht sei, direkt übersetzt, warst du bereits in seinem Herzen. Das ist Vorstellungskraft. Du warst noch nicht da. Aber in seinem Herzen hatte er bereits ein vollkommenes Bild von dir, das er erwählte
vor Grundlegung der Welt. Und dieses Bild von dir, was er in seinem Herzen hatte, fand er so toll, dass er die Schöpfung dafür erschaffen hat, dass du das Licht der Welt erblicken können würdest. Das ist Vorstellungskraft. Wir machen uns ein Bild von etwas, was nicht ist. Und wir kennen das alle eigentlich unser Leben lang, unser Tage lang. Wir stellen uns sofort etwas vor, wenn uns jemand was erzählt. Ja, am Wochenende war ich auf dem Berg und da bin ich in der Alm eingekehrt und da habe ich mir ein Bier bestellt. Eigentlich läuft bei uns da sofort ein Film ab. Wir können nicht zuhören, ohne nicht die grünen Berge zu sehen, die schönen Blumen auf der Wiese, die Holzhütte, die Alm und den fetten großen Bierkrug in der Sonne, ja, vor blauem Himmel. Das läuft bei uns ganz automatisch ab. Also seit unserer Kindheit, das war schon immer so, dass wir sofort Geschichten visualisieren und auch Dinge, die Menschen uns erzählen, visualisieren wir sofort in unserem Vorstellungsvermögen. Und man nennt das auch Fantasie, also Dinge, die wir nicht sehen können. Und diese Fähigkeit, sich etwas vorstellen zu können, obwohl es in Realität nicht da ist, nennt man Fantasie. Ich lese vor aus dem Siegeslied des Jesajas. An jenem Tag wird man dieses Lied im Land Juda singen. Wir haben eine feste Stadt. Fest im Übrigen, das Wort hierfür ist Hemim, bedeutet auch gläubig. Wir haben eine gläubige Stadt, eine feste Stadt, eine feststehende, starke Stadt, eine Amen-Stadt. Uns zum Schutz setzte er Mauer und Wall. Öffnet die Tore, dass ein gerechtes Volk einzieht, das die Treue bewahrt, und ihr Sinn gehört, sein Jazer, das ist das Wort für Vorstellungskraft, ist fest, hier übersetzt mit sein Sinn, sein Sinnen ist fest. Fest bedeutet wieder einmal Chemin, gläubig, feststehend, etabliert, befestigt. Es bewahrt den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das heißt, das Volk Gottes ist gerecht und bewahrt die Treue, weil seine Vorstellungen den Frieden bewahren und auf ihn vertrauen. Habt ihr es gerade aufgeschnappt? Das ist eine spirituelle Übung. Wenn deine Vorstellung den Frieden bewahrt und auf ihn vertraut. Und was versucht der Widersacher in unserem Leben zu machen? Er versucht uns alle möglichen schrecklichen Vorstellungen vorzugaukeln. Und dann kommt der böse Wolf. Und der frisst dich auf. Und er frisst dich stückchenweise auf. Und so wie er dich auffrisst, wirst du mit den Zähnen knirschen und heulen und ganz viele Schmerzen haben und das Blut wird fließen und die Nachbarn kommen vorbei und sie helfen dir nicht und sie lachen dich aus, während die anderen wegrennen und sich denken, dem geschieht es recht, dass er vom Wolf gefressen wurde. Ja, das ist, was der Widersacher macht. Und wir haben das jetzt alle im Kopf mitgesehen, ne? Kopfkino, Genau. Vorstellungskraft. Vorstellungskraft. Was ist die Vorstellung? Ach, meine Ohren werden nie geheilt. Was ist die Vorstellung? Der Krebs geht dort doch nicht weg. Was ist die Vorstellung? Meine Schmerzen werden nie verschwinden. Was ist die Vorstellung? Jetzt pass mal auf, ja? So wie ich älter werde, werde ich schwächer. So wie ich älter werde, werde ich mein Augenlicht, mein Gehör verlieren. Ich werde mein Gedächtnis verlieren. Ich werde meine Kraft verlieren und ich werde immer schwächer und kleiner werden. Und irgendwann mal muss man meine Windel wechseln. Diese Vorstellung hat jeder von uns in sich. Genauso wie die Vorstellung an irgendeine Krankheit müssen wir ja sterben. Und das sind Vorstellungen, die der Widersacher über Jahrzehnte hinweg in uns pflegt. Nun, demgegenüber versucht uns der Herr eine Vorstellung zu vermitteln, ein Sinnen, das fest auf ihn vertraut und voll des Friedens ist. Wenn Mose 120 wurde und genauso stark war wie ein 25-jähriger Spund, dann trifft es auch auf mich zu. Warum? Weil Jesus in meinem Herzen lebt. Und deshalb bin ich in einer besseren Position wie Mose. Jesus lebte nicht im Herzen von Mose. Mose war nicht getauft. Ich bin getauft. Mose, ätsch, bätsch. Ja? Denn Jesus lebt in mir. Und deshalb habe ich das Recht, mir vorzustellen.
Und zu glauben, darauf zu vertrauen, dass es mir besser gehen wird wie Mose, wenn ich 120 bin. Also es geht Amen. wirklich drum, Amen. Es geht wirklich darum, dass wir lernen, uns geheilt zu sehen, dass wir in unserer Vorstellung und unserer Fantasie uns vorstellen, was wir alles machen, wenn wir geheilt sind, wie wir aussehen, wenn wir geheilt sind, wo wir hingehen werden, wenn wir geheilt sind, wie es uns geht, wie wir uns fühlen werden, wenn wir geheilt sind, dass wir wirklich uns den ganzen Tag damit beschäftigen, zum einen im Wort Gottes zu meditieren und das Wort Gottes wirklich zu durchforschen nach diesen Dingen, wie der Rich gerade gesagt hat, und wieder und das über uns auszusprechen und immer wieder zu wiederholen und zum anderen uns damit zu beschäftigen, wenn das dann eintritt, was wir glauben, nämlich unsere Heilung, wie wir uns dann fühlen, wie wir aussehen werden, wie unsere, die Stelle des Körpers, die krank ist, vielleicht aussehen wird. Ja, von innen und von außen. Und das ist unser Problem einfach, dass wir uns eher damit beschäftigen, was wir nicht haben, wie die Schmerzen, die wir haben, dass wir uns klagen, beklagen und darüber aufregen, wie schlecht es uns geht, ja, und was alles nicht gelingt und nicht passt. Und all diese Dinge, das bringt uns eigentlich gar nichts, weil wir dadurch einfach nur in dem meditieren, ja, in dem Schlechten und in dem Wust und in dem Sumpf rummeditieren, den wir eh schon haben und aus dem wir eigentlich rauskommen wollen. Und deshalb ist es so wichtig, da auszusteigen und zu sagen, halt, ich muss umdenken, ich muss jetzt das ändern, ich muss meine Vorstellung aktivieren, meine Fantasie aktivieren und mit dem Wort Gottes in eine Linie bringen, in eine Richtung bringen. Weil das, wie es mir jetzt geht, ist nicht entsprechend dem Wort Gottes. Und all das geht übrigens auch nicht nur für Krankheit, sondern es geht auch für Erfolg in der Arbeit, Erfolg in der Beziehung, Erfolg in der Familie, harmonisches Familienleben. Es geht für alle Lebensbereiche, um etwas zu ändern in deinem Leben, was nicht dem Willen Gottes entspricht und wo du einfach unglücklich bist, musst du zum Wort Gottes zurückkommen, gucken, was eigentlich sein soll und was eigentlich die Wahrheit ist, die das Wort Gottes sagt. Und das dann dir vorstellen, wie du das auf deine Familie, auf deine Arbeit, auf deine Berufung, auf deine Krankheit übertragen kannst, damit sich das alles ändert und diesen Prozess der Änderung in Gang gesetzt wird. Genau so ist es. Die Vorstellungskraft ist in gewisser Hinsicht wie der Mutterleib, in dem wir das Wort Gottes, den Samen Gottes empfangen. Und dann empfangen wir das in unseren Herzen, da lebt unsere Vorstellungskraft und daraus kommt dann die Frucht hervor. Wir wollen nicht, dass ihr geheilt werdet. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass es für euch selbstverständlich wird, die übernatürliche Gesundheit tagtäglich zu erfahren, die Jesus für euch am Kreuz bezahlt hat. Die Heilung ist nur Anfang der Geschichte, sondern für euch muss es selbstverständlich sein. Kein Keim kann mein Körper berühren. Kein Keim, kein Virus, kein Bakterium kann in mein Haus kommen, um zu überleben. Warum? Warum? Wie kann ich das sagen? Ich gehe mal hier zu Psalm 91. Was steht im Psalm 91? Im Psalm 91 steht klipp und klar geschrieben. Mit seinen Flügeln beschirmte dich und seinen Fittichen bist du geborgen. Seine Treue ist dir ein schützendes Schild. Du musst nicht fürchten, die ihm das nächtliche Grauen, nicht am Tag den fliegenden Pfeil, nicht das Unheil schleichend im Dunkeln, nicht das Verderben, das hereinbricht an Mittag. Und fallen auch tausend unter deiner Seite zu deiner rechten 10.000, dich wird es nicht treffen. Mit eigenen Augen wirst du schauen, an den Sündern wirst du sehen, die Vergeltung. Deine Zuversicht ist ja der Herr, zum Schutz hast du erkoren, den Höchsten. So wird dir begegnen kein Unheil, keine Plage wird nahen deinem Zelt. Plage ist eine Entzündungskrankheit. Keine Entzündungskrankheit darf nahen meinem Zelt. Es geht nicht. Warum? Es steht hier in der Heiligen Schrift geschrieben.
Aber Richie, die Ärzte haben doch gesagt, dass es diese Infektionen gibt und da diese Fieber und da diese Grippe. Und die Chinesen haben wieder ein Reagenzglas in Wuhan umkippen lassen. Ja, und das ist jetzt alles ganz fürchterlich. Und du musst jetzt hier drei Masken anziehen, weil er nicht. Nee, Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt, dass ich diese Verheißung hier mein Eigentum nennen darf, und zwar, dass keine Plage meinen Zelt nahen wird. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wenn du einen Schnupfen hast und in mein Haus kommst, dass dein Schnupfen spätestens dann weg ist, wenn du durch meine Türschwelle gegangen bist. Das ist mein Glaube. Ja, und oft, wir sehen das, dass wir für Ist in der Menschen. Bibel, ja. Amen. Den Rest habe ich mir dann vorgestellt. Cool. Ja. Es ist ja oft so, das haben wir jetzt schon in vielen Jahren erlebt, früher, wenn wir für Menschen gebetet haben. Wir beten um Heilung, der Mensch ist geheilt, die Person ist geheilt und freut sich, juhu, geht weg und ist geheilt. Die Heilung tritt nicht ein beim Gebet. Was ist dann? Naja, derjenige geht weg und denkt sich, hat nicht geklappt, bin nicht geheilt. Das ist absolut Falschinformation, Fehlinformation. Themaverfehlung, ja. Es ist nicht die Frage, ob oder wie ich geheilt bin, sondern es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis jemand geheilt wird. Und es ist nicht einfach etwas nur, was ihr, wenn man zu jemand anderem geht, ist es ja so ein bisschen so eine Ersatzgeburt. Ich habe vorhin von Empfängnis gesprochen. Das, was ihr in eurer Vorstellung empfangt, ist die Vorstufe zu der eingetretenen Heilung. Das, was ihr in eurer Vorstellung seht, ich bin geheilt, ich mache das, ich kann dann wieder springen, ich kann dann wieder hüpfen, ich kann dann wieder tanzen, ja, oh, ich gehe tanzen, boah, vielleicht mache ich einen Tanzkurs, ja, kann mich jetzt schon anmelden, weil ich glaube ja, dass ich geheilt werde. Das ist die Vorstufe dazu. Und wenn wir aber zu jemandem gehen, der für uns betet, dann lassen wir sozusagen, wir überlassen es demjenigen, uns diese Heilung zu gebären. Ja, also wenn ich eine Heilung empfange, das ist eine Art von Ersatzgeburt. Wenn ich zu jemandem gehe, dann betet er für mich und dann werde ich geheilt. Und das ist aber nicht etwas, was in mir, aus meiner Überzeugung heraus entstanden ist. Und deshalb werden diese Heilungen ganz oft verloren. Nun, es ist nichts Verkehrtes daran. Es ist unser Job, ja, hier Empfänger, ja, Empfänger und Gebärer des Wortes zu sein. Ja. Nicht falsch verstehen. Es ist absolut nicht verkehrt. Jemand kommt zu uns, möchte ein Heilungsgebet haben. Gerne, natürlich. Warum? Weil wir werden dann sehen, wie die Heilung eintritt, ja, und wie es Gott die Ehre gibt. Amen. Ja, Ja. du hast wieder viel zu eilig gehabt. Ich war noch nicht fertig. Ich wollte das sagen überhaupt, was der Ritchie gesagt hat. Und Wir wenn wir, ergänzen uns perfekt. es ist nicht das Beste, es ist nicht der Bestfall, weil es entsteht dann leicht die Abhängigkeit von jemand anderem, dass man abhängig davon ist, immer zu jemand anderem hinzugehen. Oh, der hat die Heilung der Gabe, der hat die Gabe der Heilung, der, bei dem kriegst du 100% Heilung. Ja, was passiert dann, wenn du es aber trotzdem nicht kriegst? Ja, weil sowas soll es ja auch geben, dass so toll, wahnsinnig begnadete Menschen schon über so viele Menschen gebetet haben, die dann aber nicht geheilt wurden. Ja, und was heißt es dann oft? Ist vielleicht nicht der Wille Gottes. Das ist so ein Fehler, der wirklich weit, weit tragende Konsequenzen hat, nämlich für dein persönliches Glaubensleben und deine persönliche Beziehung zu Gott. Du bist dann enttäuscht. Gott will mich nicht heilen. Warum? Bin ich denn so schlimm? Nein, darum geht's überhaupt nicht. Also, wenn du zu jemand anderem gehst, der für dich betet, super, ja. Aber das Beste wäre, wenn du aus deinem eigenen Glauben heraus, aus deiner eigenen Überzeugung heraus, diese Heilung empfängst. Weil es nämlich auch passieren kann, wenn du nach Hause gehst, dass diese Leute, die für dich gebetet haben, dann nicht mehr da sind, ja. Du kriegst vielleicht wieder die Symptome und kriegst vielleicht wieder Schmerzen. Und was machst du dann? Hat dann die Heilung nicht funktioniert? Hat Gott die Heilung dann wieder weggenommen? Nein, auf keinen Fall. Sondern du musst wissen, wie du deine Heilung bis zum Ende durchbringst. Und dazu musst du den Glauben haben, die Hoffnung haben auf das, was du noch nicht siehst, dass das die Wirklichkeit ist, nicht das, wie du dich fühlst und die Schmerzen, die du hast und den ganze Elend, wo du durchgehst, sondern du musst wissen, dass das nur
eine vorübergehende Situation ist und dass am Ende die Heilung ist und dass du dir das von niemanden nehmen lässt, von niemanden. Was am Ende ist nicht die Heilung, sondern die übernatürliche Gesundheit. Genau, Ja? also das Ergebnis, ja. Ja? Es ist, also wir gehen nicht, wir fühlen uns nicht schwach und elendig und sind krank, ja? Und dann wollen wir eine Heilung, um dann gesund zu sein, damit wir sonst dann wieder schwach, elendig und krank sein können, sondern wir wollen wirklich die Gesundheit, die Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat, leben. Ja? Und zwar ohne Abzüge. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte, weil ich denke, dass es eine relevante Geschichte ist. Wo ist die Grenze? Ja, und zwar, es sind zwei Geschichten. Das eine ist ein Diabetiker, der hat sich die Vorträge angehört und er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass er nie wieder Insulin brauchen wird. Hat sein Insulin weggelassen und tatsächlich, er war dann geheilt, aber Wochen später ist es zum Arzt gegangen und er hatte einen Zucker wie ein junges Kind. Das hat er seinem Freund erzählt. Du schau mal, ich habe das empfangen und mein Glaubenswerk, mein Glaubensakt ist, dass ich jetzt hier den Insulin weglasse und dann hat mein Glaube gewirkt, weil Glaube ohne Werke ist tot und dann bin ich mein Diabetes jetzt los. Der Freund dachte sich, naja, was er kann, das kann ich auch und hat das Insulin auch weggelassen. Ein paar Tage später war er auf Intensiv. Ja? Warum? Er wollte die Heilung bezwecken, indem er das Insulin weglässt. Der andere hat in seinem Herzen im Glauben die Heilung empfangen und hat dann das Insulin weggelassen. Die nächste Geschichte, und das ist eine wirklich, also die Geschichte ist in gewisser Hinsicht unter uns, das ist eine Frau, sie hat eine Multiple Sklerose und sie war über Jahre hinweg. Hatte sie unter dieser Multiple Sklerose gelitten und viele Leute hatten für sie gebetet und dann ging es ihr mal besser und sie dachte, sie ist geheilt und dann ging es ihr wieder schlechter, da war sie wieder im Rollstuhl, da hat sie wieder gebetet und dann ging es ihr wieder besser und irgendwann mal saß sie in ihrem Rollstuhl und sie hatte die Faxendicke und sie sagte, also Jesus hat mich geheilt. Und ich weigere mich, an diese Multiple Sklerose zu glauben und ich weigere mich, an diese Lähmung zu glauben. Und sie ist aufgestanden und sie ist hingefallen. Und dann dachte sie, nee, und sie ist wieder auf dem Rollstuhl hochgekrochen und ist wieder aufgestanden und ist wieder hingefallen. Und sie ist wieder aufgestanden und wieder hingefallen, 2 Stunden lang. Sie hat sich die Nase gebrochen, ja. Sie hat ein blutiges Gesicht. Aber nach 2 Stunden ist sie aufgestanden und sie konnte laufen, ja. Das ist Glaube in Aktion. Ich denke, jeder von uns muss für sich selbst die Grenze ziehen. Jeder von uns muss wissen, wenn wir uns was vorstellen, wie ist deine Vorstellung? Wie empfängst du das Wort? Meine Vorstellung ist, dass Leute in meinem Haus keine Entzündungskrankheiten haben können. Das ist meine Vorstellung. Und weil ich es mir so vorgestellt habe, aus der Bibel heraus, ist es auch mein Glaube. Nun, wie ist dein Glaube? Und dann ist es wichtig, dass dein Glaube sich von der Vorstellung ernährt, die bei der Lektüre der Heiligen Schrift geboren wird. Amen. Genau. Was haben wir da noch? Genau, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, wenn die Heilung nicht sofort eintrifft, wann sie dann eintrifft. Ja? Aber es geht wirklich darum, nach den Prinzipien der Bibel zu handeln. Es steht dort, du sollst beten und glauben, dass du schon empfangen hast und worum du bittest und auch keine Zweifel haben, sondern ich meine, und was die meisten Menschen machen, sind, ja, ich habe aber die Schmerzen noch und ich habe aber die Symptome noch. Es hat sich nichts geändert, also bin ich nicht geheilt. Nee, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, die Heilung ist da, wenn du glaubst, ohne zu zweifeln. Wenn du das schon glaubst, dass du schon empfangen hast und was du bittest, dann wird es dir zuteil. Und dann, wenn du gebeten hast, dann musst du diese Überzeugung haben, diese felsenfeste Hoffnung. Es ist so, wie ich gebetet habe. Und davon kann mich niemand mehr abbringen.
Ich werde das glauben, egal wie viel Schmerzen ich habe, egal wie viel Symptome ich habe. Ich werde immer an meiner Heilung festhalten, weil ich weiß, dass mein Gott mich so sehr liebt, dass das ist, was er für mich will. Und alles andere kommt vom Teufel. Der Teufel kommt oft und will uns wieder Schmerzen machen, will uns wieder suggerieren, dass wir ja die Heilung verloren haben und ja, und dass die Schmerzen immer noch da sind und dass es bestimmt nicht funktioniert hat. Aber was wir tun müssen, ist dann, ja, ihn wegschicken, die Schmerzen wegschicken, die Symptome wegschicken, weil sie da nichts verloren haben, weil die Heilung schon eingetreten ist, weil unsere Heilung unser täglich Brot ist. Das ist unser Recht. Wir haben ein Recht darauf. Das Brot der Kinder. Matthäus 11, 12. Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute, sprich Jesus, wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Und Gewalttätige reißen es an sich. Die sture, felsenfeste, unnachgiebige, nicht verhandelbare Überzeugung, Jesus hat meine Krankheiten und deine Krankheiten am Kreuz getragen, ist gewalttätig. Und zwar nicht gewalttätig in dem Sinne, dass sie jetzt hingehen und andere Menschen vermöbeln, ja, sondern es ist eine Attitüde der Gewalt dahinter. Das ist meins und ich lasse es mir nicht nehmen. Das ist mein Eigentum, was mir gehört. Das ist meine Heilung. Amen. Ich hab's empfangen. Er hat's bezahlt. Krebs hat in meinem Leben keinen Halt mehr. Und da ist es mir 8 wie 20, ob jetzt der Arzt mir sagt, dass ich mehr oder weniger Tumore habe, denn ich weiß, dass mich Jesus geheilt hat. Punkt. Wir sind ja immer sehr schüchtern als Katholiken und als Christen. Wir müssen ja sanftmütig sein und ganz demütig. Und das ist auch alles ganz gut. Aber du darfst auch aggressiv sein und wirklich so Revier, wie sagt man? Ein So, Revier abstecken. genau, dein Revier abstecken, ja. So was dir Grenzen. gehört, Ja. da darfst du echt aggressiv werden mit deinem Glauben, ja. Das ist meins. Das hat Jesus für mich gebracht. Für mich ist er am Kreuz gestorben und das ist meins. Das lasse ich mir nicht nehmen. Für ein und für alle Mal, das gehört mir. Das ist mein Erbe. Wir sind Miterben Christi, sagen wir immer. Ja, aber was heißt denn das? Das wissen viele überhaupt nicht. Das, was Christus gebracht hat, gehört dir. Das ist meine Heilung. Das ist mein Wohlstand. Das ist mein Erfolg, den Gott für mich will. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und diese aggressive Haltung sollten wir echt ein bisschen mehr lernen und ein bisschen mehr üben. Das ist die Gewalttätigkeit, von der Jesus spricht. Das Himmelreich gehört mir. Statt gegeneinander aggressiv zu werden und Genau. Es ist mein Eigentum und es ist deshalb mein Eigentum, weil Jesus dafür bezahlt hat. Nicht, weil ich es verdiene. Ja? Ich bin eine elendige Nudel. Ja? Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich verdiene gar nichts. Aber Jesus hat es verdient, dass es mir gehört. Und jetzt gibt es noch was ganz Wichtiges, das ich mit euch durchgehen möchte. Wenn ihr das versteht, dann habt ihr den Kern unseres Vortrags heute verstanden. Glaube ist die Fähigkeit, etwas mit dem Herzen zu sehen. Ja, darin sind wir einverstanden. Das, was wir nicht, also Glaube ist überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Am Anfang steht die Hoffnung. Das heißt, du hast eine Hoffnung. Du möchtest gern, du glaubst, du hoffst, dass das für dich eintritt, woran du glaubst. Also du hoffst, dass das für dich eintritt, woran du glaubst. Diese Hoffnung ist eine Vorstellung. Genau, es ist deine, das ist fängt in deiner Vorstellung an. Und das heißt, du siehst etwas in deiner Vorstellung, was noch nicht real ist. Und sobald deine Vorstellungskraft aktiv wird und du siehst, dass das, was du dir wünschst, also in deiner Vorstellung, dass das, was du dir wünschst, Realität wird, dann wird dein Glaube da einsetzen und das Ganze in die Tat umsetzen. Das heißt, auf der einen Seite ha haben wir Hoffnung, auf der anderen Seite Glaube und diese zwei gemeinsam werden zur Tatsache. Das heißt, wenn du in deiner Vorstellung siehst, ja,
Ich kann mich geheilt sehen. Ich sehe so aus. Ich weiß, wie es ist zu sehen oder ich weiß, wie es ist zu hören. Ich weiß, was ich hören werde, wenn ich endlich wieder hören kann. Ich weiß, was ich alles für wunderschöne Melodien mir anhören werde, die Konzerte, die ich hören werde und die Vögel, die zwitschern werden. Ich werde das wieder hören. Und all diese Dinge, die du dir vorstellst, werden katalysiert von deinem Glauben. Dein Glaube an das, was Jesus für dich getan hat, dass er das für dich will, setzt dann ein, wird vereint mit deiner Hoffnung und dadurch tritt dann die Heilung zutage. Dadurch bekommst du dann das und wird Wirklichkeit, wird das Wirklichkeit, was du dir wünschst. Nun würde ich jetzt kritisch her sagen und sagen, ja, Janine hat jetzt hier nur eine halbe Wahrheit erzählt. Ja? Da fehlt ein wichtiges Element. Ja? Wir haben über Glaube gesprochen, wir haben über die Hoffnung gesprochen. Es gibt auch die Liebe. Ja? Glaube ist durch die Liebe wirksam. Aber nicht durch meine Liebe, sondern durch seine Liebe. Er ist die Liebe. Das bedeutet, wir glauben nicht an Glauben. Wir glauben nicht an Hoffen, sondern wir glauben an seine Liebe. Ja? Weil das ist schon ein bisschen so eine Falle. Und wir sagen, du musst glauben, dass du geheilt bist und du musst hoffen, dass du geheilt bist. Ja. Und wenn du stark genug glaubst und stark genug hoffst und gar nicht zweifelst, dann wirst du auch geheilt. Nee. Wir glauben, dass wir geheilt sind. Wir glauben, dass wir über eine übernatürliche Gesundheit verfügen, weil wir überzeugt sind, dass er uns so sehr liebt. Wir glauben an seine Liebe. Das ist der springende Punkt. Bitte nimm das mit. Es ist der feste Glaube an seine Liebe, was mich annehmen lässt, dass ich all die Geschenke, Gnadengaben, Verheißungen empfangen habe, dass sie mein Eigentum sind, die Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat. Und dann kommt die Hoffnung und dann kommen diese wunderschönen Bilder, wie ich im Alter von 87 Jahren Marathons laufe, ja? Und gewinne. Amen, ja, bitte. Ja, Amen, es kann noch alles passieren. Die anderen, die tun mir jetzt schon leid, ja, dass dieser alte 87-jährige Knacker, ja, dass er schon da Einfach an laufen mir geht. Ja, oh vorbeigeflitzt. Mann. Ich darf Amen. das glauben, ich darf das hoffen und ich darf davon überzeugt sein, dass er mich wirklich so sehr liebt. Ja, also es geht nicht darum, viele sagen ja immer, ja, mein Glaube ist nicht groß genug oder ich muss da noch mehr Glauben haben oder so. Nee, darum geht es gar nicht. Es reicht, Simple. deswegen hat ja Jesus gesagt, so wenig wie ein Senfkorn reicht. Aber vielleicht solltest du an deiner Hoffnung arbeiten. Hast du wirklich diese Überzeugung in deiner Vorstellung? Kannst du dir das wirklich vorstellen, dass es auch genauso eintrittst, wie du das glaubst? Und hast du wirklich so viel, gibst du der Liebe Gottes so viel Raum in deinem Herzen und in deinem Leben zu wirken, dass das alles Wirklichkeit werden kann? Und darin müssen wir wachsen. In der Liebe Gottes können wir immer wachsen. Das hört nie auf. Ja, ich glaube, es Ja, passt, that's oder? it. Hoffnung, Ja. Glaube, Liebe. Das Größte unter ihnen ist die Liebe. Ja. Das Reich Gottes erleidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Ja. Du darfst das Reich Gottes an dich reißen. Das ist meins. Mach keine Kompromisse. Da müsst ihr nicht teilen. Wir müssen alles teilen, ja, aber das nicht. That's it. Das ist deins. Amen. Amen.